Und da sind wir wieder zu einer, ich habe keine Folgen mehr und keine Zeit zum Aufnehmen, aber ich brauche neue Folgen. Folge, um nochmal Folge zu sagen, Gothic 3. Wir sind hier im Hammerclan und wir müssen unbedingt mal irgendwelche Quests erledigen. Wir wollten eigentlich in den Wolfsclan, aber wir sind falsch abgebogen, wie das in Nordmar so oft passiert. Und irgendwie visiert es die Leute hier nicht an und ich krieg Erfahrungen, warum auch immer. Irgendwas stimmt hier nicht. Mach hier keinen Ärger, klar? Ja, klar doch. Steck die Waffe weg! Ja, geht sofort los. Funktioniert jetzt das Fokussystem wieder? Warum hakelt das denn so ganz schrecklich hier? Ja, jetzt funktioniert's wieder. In Ordnung. Wir sind also endlich irgendwo in einem Clan angekommen und damit würde ich sagen, ergründen wir doch erstmal die Lage hier und wir sehen ja, stimmt, wir waren hier das letzte Mal vor dem Höhleneingang. Hier geht's zur Schmelze. Auch wenn wir uns dem jetzt nicht sofort widmen werden, aber wir können uns ja schon mal anhören, was die Leute hier so für kleine Problemchen haben. Was willst du? Nur mal so fragen, was abgeht. Schlechte Laune? Ach, ich sitze hier rum, ohne dass was passiert. Wir bewachen die Mine. Ist das so schlimm? Wir sollten sie erobern, nicht bewachen. Je länger wir warten, desto stärker werden die Orks. Warum stürmt ihr nicht? Frag Reto, er hat hier das Kommando. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Die Chancen werden nicht besser. Wie sind denn die Chancen? Beschissen! Aber wenn wir gar nichts machen, werden wir auch untergehen. Wir sind der Hammerclan. Aber ohne Mine? Ohne Mine sind wir nichts! Tja, mehr gibt's aus Mord nicht rauszuholen. Also werden wir mal nach Reto suchen, würde ich sagen. Aber vorher gucken wir mal, ob es irgendwelche Waffen gibt, die wir schleifen können. Ich glaube nicht, wir rennen schon ewig mit denselben Waffen rum, oder? Kann das sein? Krummschwert, Krummschwert und der Rest ist egal. Genauso sieht's aus. Tja, dann bleiben wir halt dabei und suchen mal nach Reto. Reto, da ist er ja auch schon. Na gut. Die Mine ist dicht. No shit. Wenn du zu den Schmelzern willst, musst du ins Dorf. Ingvar ist oben an der Schmiede. Ich suche Xardas. Was? Xardas? Nie gehört. Frag beim Wolfclan. Sie kommen im ganzen Land herum. Oh, der heißt Wolfclan und gar nicht Wolfsclan. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Na egal. Was ist los? Wir haben ein Problem mit Orks. Darauf wäre ich nie gekommen. Hey, nicht frech werden. Die Schweine haben unsere Mine besetzt. Und ich muss sehen, wie ich sie daraus bekomme. Die Schweine? Wie du die Schweine daraus bekommst? Oder... Hä? Du brauchst Hilfe. Gut, dass du dich freiwillig bist. Wie wär's, wenn du dir ein paar Leute schnappst und die Mine freiwillig? Klar doch. Es hat gerade etwas gedauert, bis ich die Formulierung durchdacht und verstanden habe, weil gerade irgendwie eine kleine Windung in meinem Kopf falsch, egal. Klar doch, ihr kriegt's alle zusammen nicht hin, der gesamte Clan, aber hey, ich soll reingehen und mit ein paar Leuten alles platt machen, sicher. Warum sollte ich dir helfen? Weil du eines unserer Schwerter haben möchtest. Nein? Die Orks haben den Ofen. Ohne Ofen keine Schwerter. So sieht's aus. Das ist mir irgendwie egal, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich gar keins eurer Schwerter haben. Aber gut, wenn am Ende vielleicht ein Schwert bei rausspringen könnte, gern doch. Was soll ich tun? Du und deine Männer stürmen das untere Tal. Dort ist der andere Zugang zur Mine. Ich und meine Männer? Ja, wenn es so einfach wäre, könnte ich es auch selbst machen. Du solltest dir ein paar Männer suchen, die dir helfen. Alleine hast du keine Chance. Wo kriege ich die Leute her? Ich habe niemanden über, sonst hätten wir es schon gemacht. Vielleicht helfen die anderen Clans. Frag dort nach. Ach. Ich werde dir helfen. Gut. Du und deine Männer werden den Laden von unten hochnehmen. Was ist mit euch? Wir werden warten, bis ihr soweit seid. Dann nehmen wir sie in die Zange. Ihr von unten, wir von oben. Ich gebe dir Mord mit. Er zeigt dir den Untergang. Du kannst dich auf ihn verlassen. Klar, Übersetzung, wir dürfen die ganze Scheißarbeit machen und die bleiben hier oben am Eingang stehen und metzeln alles nieder, was zu flüchten versucht, sobald sie realisieren, dass sie flüchten müssen. Gut, Mord kommt mit. Wir machen das jetzt natürlich nicht sofort, aber wir können ja schon mal gucken, wo der untere Mineneingang ist. Komm mit, es gibt Arbeit. Was hast du vor? Du und ich, wir holen uns ein paar Leute und stürmen die Mine. Endlich, wird auch Zeit. Wenn du willst, führe ich dich. Führe mich, bitte. Oh, bring mich... Ah, er kann mich zu den Clans bringen, das ist gut. Mach mal später. Ich guck erst mal, was es sonst noch so hier gibt. Aber das ist schon mal gut, dass wir uns das zeigen lassen können. Das finde ich sehr schön.
Dann werden wir uns dann mal erstmal den unteren Eingang zeigen lassen und danach würde ich sagen, lassen wir uns zu irgendeinem anderen Clan bringen. So, hier gibt's an sich nichts weiter, ne? Der Hammer-Clan war übrigens, weil ich ja so gerne über das Rollenspiel rede, der Hauptclan bei uns im Rollenspiel gewesen für die Clans des Nordens. Die hatten das da ein bisschen aufgeteilt. Irgendwie steht das Spiel gerade. Ich habe nichts gemacht, aber irgendwie steht es gerade. Ah, sehr gut. Die hatten das ein bisschen aufgeteilt bei uns. Eigentlich sollte es so sein, dass die niederen Ränge im Wolf-Clan rumspringen, weil die niederen Ränge Jäger im Prinzip sind. Die etwas besseren Leute kommen dann in den Hammer-Clan und der Feuer-Clan, der für die obersten Krieger dann vorbehalten ist, der sollte eben nur für die ganz ranghohen Leute zugänglich sein. Ich glaube, das hatte sich dann irgendwann ein bisschen aufgelöst, weil sowieso alles nur im Hammer-Clan gespielt hat und wer Bock hatte, der ist dann halt einfach woanders hingegangen. Aber so war zumindest mal die Grundstruktur gedacht. Ich finde übrigens sehr interessant, dieses ganze Modell mit den Ahnensteinen oder überhaupt die Ahnenverehrung. Das gibt's in Wirklichkeit auch. Ich weiß nicht, ob es das auch in irgendwelchen nordischen Gegenden gibt. Ich weiß aber davon, dass das... Hauke, wir reden erstmal mit Hauke, danach rede ich weiter. Hey, du! Du kommst doch von draußen. Richtig. Was willst du? Hast du Nachricht von den Schürfern? Nein. Sie sind überfällig. Ja. Nein. Verdammt. Ich hoffe, sie haben keine Probleme mit den Orks. Doch. Ich hätte sie begleiten sollen. Ja. Ich habe Erfahrung mit so etwas. Nein, hast du nicht. Bestimmt nicht. Denn du bist ein NPC, du stehst immer an derselben Stelle rum. Du kannst nichts. Was für Schürfer? Volker und seine Männer. Sie sind außerhalb des Dorfes und suchen nach Erz. Solange die Orks in unserer Mine sitzen, ist es die einzige Chance für den Clan, an Erz zu kommen. Du bist Schürfer? Ja, einer der Besten. Wenn ich kein Erz finde, gibt's auch keins. So, so. Das sind ja große Töne, die er spuckt. Kannst du mir zeigen, wie man schürft? Kannst du mir mal 10 Erzbrocken geben? Schon. Verstehe. 10 Erzbrocken also. Ja, aber ich mache aus dir auch einen richtigen Schürfer. Versprochen. Ich würde sogar sagen, wir machen das, weil man danach einen höheren Ertrag beim Schürfen hat. Und hier oben findet man schon ab und zu mal ein paar Erzadern. Das könnte sich lohnen, denke ich, weil wir es gerade jetzt noch am Anfang machen. Da können wir noch sehr viel, denke ich, an zusätzlichen Erzbrocken rausschürfen. Das könnte sich lohnen. Ich denke, ich mache das. Hier ist dein Erz. Ich halte mich an die Abmachung. Wenn du willst, mache ich aus dir einen echten Schürfer. Sehr gern. Und der Ruf im Hammer-Clan hat sich auch gleich noch erhöht. Praktisch. Brauchst du Hilfe? Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir zu zweit losgehen. Hol deinen Krempel. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich warte hier auf dich. Oh, super. Gut, machen wir gleich. Dann müssen wir unseren Plan nochmal überdenken. Ich würde sagen, wir machen dann erst mit Hauke los und befreien die Schürfer in ihrem Camp von den Orks. Und danach gehen wir dann zusammen mit Mord durch die Gegend. Ich glaube, von hier unten bin ich gekommen, ne? Ich finde diese Hochstände cool. So, wo war ich? Ah ja, genau. Ich weiß davon, dass in afrikanischen Stammesreligionen, Stammeskulten, dass dort Ahnenverehrungen durchgeführt wird. Die finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Es läuft dort im Prinzip so, wenn ein Mensch stirbt, dann kehrt sein Geist in die Reihe der Ahnen ein und je älter der Geist ist, desto mehr rückt er weg von dem Sterblichen, von dem Menschlichen und rückt immer näher hin zum Göttlichen. Also sie entfremden sich sozusagen immer mehr von dieser fleischlichen Vergangenheit, von der menschlichen Vergangenheit und werden immer göttlicher, rücken immer weiter in den Hintergrund, werden immer hintergründiger, aber sind halt dann sozusagen auch verehrungswürdiger. Finde ich ein sehr interessantes Konzept. Wurde leider meiner Meinung nach bei uns im Rollenspiel viel zu wenig umgesetzt. Also man hat es dann halt bei diesem eindimensionalen Gebilde belassen, wie es hier auch ist. Also hier ist im Prinzip das Einzige, was da behandelt wird, diese Ahnensteine. Die Ahnensteine werden halt, sind halt die Essenz von der Geiste von großen Kriegern, wenn man so will, eigentlich aus der nordmarischen Geschichte, die irgendwo vergraben oder die bei irgendwelchen großen Schlachten gestorben sind, für die wurde ein Ahnengrab angelegt und für die gab es dann einen Ahnenstein, in dem dann der Geist drinsteckt und mit Hilfe des Ahnensteins kann man in einem Ritual dann die Macht des Geistes sozusagen in sich aufnehmen und dadurch stärker werden. So, und jetzt reden wir erstmal mit dem Schmied der Schmiede, dem Boss aller Bosse, was weiß ich denn, Ingvar, das ist nämlich der Einzige, der uns richtig was übers Erzschmieden beibringen kann.
Ich bin Ingvar, Schmied und Erzschmelzer. Was willst du? Nur mal reden eigentlich. Was hat er denn immer mit Xardas? Meine Güte, du bist nicht irgendwie in einem Schwarzmagier-Camp oder so. Das sind hier irgendwelche Nordkrieger. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Kommt ihr aus Nordmar? Ich habe noch nie von ihm gehört. Wer soll das sein? Xardas ist Magier. Frag mal beim Wolfsclan. Die kennen sich hier am besten aus. Ihre Jäger durchstreifen das ganze Land und bekommen eine Menge mit. Hier ist da wieder Wolfsclan. Na egal, dann werden wir das auch tun, dann denke ich, also wenn wir hier dann soweit abgearbeitet haben alles, dann werden wir uns, denke ich, von Mord zum Wolfsclan führen lassen. Ich will handeln. Ich musste meine Waren in der Mine zurücklassen, als die Orks kamen. Die paar Reste, die ich noch habe, verkaufe ich dir gerne. Dann zeig mal her, danach können wir das andere besprechen. Zeig mir deine Ware. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Barbarenschwert. 170. Was sind denn unsere Krummschwerter so? Ach Quatsch, ich habe bei der Stärke geguckt. 95. Und hier ist es 85. Ja gut, interessiert uns nicht. Dann hat er also nur Kram. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir unseren Kram verkaufen könnten. Wieso habe ich die Schwerter eigentlich nicht angelegt? Kann mir das mal jemand verraten? Na egal. Den Rest können wir hier alles verscherbeln. Ja, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Auch die, nee, die Spitzhacke lassen wir da. So, hier drüben haben wir da bestimmt auch noch schöne Sachen. Das bleibt da, das bleibt da. Die ist abgenutzt. Warum habe ich den noch, den Paladin-Schild? Ich weiß es nicht. Kommt weg. Und einen von den Schädelschilden lassen wir da. Der Helm kann auch weg. Weg, weg, alles weg, alles weg. Weg, 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 weg. Sehr gut. So, 12.000. Oh. Das war mal wieder schlau. Ich habe einfach alles weggeschmissen, obwohl er gar nicht so viel fassen kann. Typisch. Typisch, typisch, typisch. So, dann müssen wir mal schauen. Oh, hier, der ist. Oh ja, der ist auch. Dann lassen wir die Schilde mal weg. Behalten wir die mal. Das sind ja die ganzen teuren Sachen. Mal gucken, was haben wir denn noch Teures? Ist noch irgendwas sehr Teures? 4.000 beim Bastardschwert. Aber gut, wir sind sowieso schon, sehe ich gerade, im Bereich des Möglichen. Das heißt, passt so. So, und damit können wir dann auch mal den Rest besprechen. Ich will Erzschmelzer werden. Du? Du hast nicht die Zeit und nicht genug Ausdauer, um ein Schmelzer zu werden. Nein! Ich kenne Typen wie dich. Abwarten. Die Ausbildung dauert mindestens 12 Jahre, meistens sogar länger. Hast du so viel Zeit? Nicht wirklich. Also schlag dir das aus dem Kopf. Aber ich kann schnell lernen, vielleicht geht's ja bei mir in 10 Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob ihr so lange zugucken wollt, aber ja, ich werde dann die nächsten 10 Jahre in diesem Let's Play nur auf einem Stück Metall rumhämmern, damit müsst ihr jetzt leben. Wenn's euch Spaß macht, schaut zu. Was muss ich tun, um Erzwaffen zu schmieden? Ich nehme an, du meinst Waffen aus reinem Erz. Waffen für Helden. Klar, was sonst? Du brauchst vor allem Erfahrung. Erfahrung und einen guten Lehrer. Es gibt nur noch wenige, die diese Kunst beherrschen. Sie haben alle bei mir gelernt. Also, was muss ich tun? Als allererstes brauchen wir die Mine zurück. Dann sprechen wir uns wieder. Am besten hilfst du bei der Mine. Ja, du bist ein ganz großer. Machen wir. Nur mal so. Er ist der größte Schmied aller Zeiten, erzählt er zumindest. Und kann hier Erzklingen schmieden. Schafft's aber nicht, irgendwelche Waffen zu schmieden, die besser sind, also zu schmieden und zu verkaufen, die besser sind als die, die ich sowieso schon erstanden habe. Das ist irgendwie ein bisschen dünn. Ich meine, eigentlich ist es logisch, weil man normalerweise ja auch ordentliche Schwerter nicht von der Stange schmiedet, sondern als persönlichen Auftrag schmiedet im Prinzip. Aber gut, wir sind ja auch in einem Spiel und in dem Spiel sollte auch... Ach, was weiß ich, was rede ich denn? Gut, schauen wir mal. Ich glaube, hier gab es noch jemanden, der eine Saufaufgabe für uns hatte. War das nicht so? Irgendwo... Ich bin der Meinung, hier gab es jemanden mit einer Sauf-Challenge. Sauf-Challenge? Sauf-Challenge? Irgendjemand mit Namen? Mit Namen? 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 Irgendjemand muss einen Namen haben? Kein Name? Das ist schlecht. Hier drüben sitzt... Oh, der sieht so aus, als ob er einen Namen hat. Schmied! Mann, was willst du? Naja, fast. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Steiner, hier haben wir noch einen.